Als ich im Sommer 2010 in die Lübecker Maschinenbaugesellschaft gegangen bin, war das genau der Tag, an dem der Betrieb in Insolvenz gegangen ist. Das heißt, die Kündigungen waren unterwegs, es war eigentlich klar, es wird dort nicht mehr gearbeitet, alle haben ihre Arbeitsplätze verloren und der Betrieb wird geschlossen. Da bin ich natürlich mit der Vorstellung hingegangen, ich zeige jetzt den geschlossenen Betrieb und sozusagen den Verlust der Arbeitsplätze, indem ich die Person zeige, ganz konkret zeige, die jetzt in diesem Moment ihren Arbeitsplatz verlieren. Als ich dort erschienen bin, war das so, dass sich genau in dem Moment, wo ich angefangen habe, auch die Arbeiter zu fotografieren an ihren stillstehenden Arbeitsplätzen, genau in diesem Moment kam ein Investor, der dafür gesorgt hat, dass die Kündigungen gestoppt wurden. Und es hieß erstmal 4 Wochen weiter Kurzarbeit. Also der Moment zwischen der Kündigung, den ich fotografieren wollte, hat sich gewandelt in den Moment der Unsicherheit. Was geschieht jetzt? Und da habe ich die Arbeiter als sehr offen erlebt, mir auch mit mir und jetzt eigentlich auch mit den Betrachtern diesen Moment zu teilen. Ja, also der Prozess, das ist, hat auch einen Namen, das ist Dirty Minimal. Das heißt, dass ich mir eigentlich immer sehr vorher klar mache, was das Konzept der Arbeit ist, bevor ich in einen bestimmten Raum reingehe und dann überlege, welche Prozesse dort stattfinden und welche Prozesse ich dort initiieren, manipulieren oder steuern kann, um etwas über den Ort, an dem ich gearbeitet habe, auszusagen. Die Arbeit mit der Bundeswehr ist ein größerer Werkkomplex. Es hat sehr lange gedauert, da überhaupt erstmal in diese Struktur vorzudringen und so weit zu kommen, zu sagen, ich bin Künstlerin und ich möchte Kunst eben mit dem System und innerhalb des Systems machen. Genau meine Vorgehensweise, mich an das Militär zu wenden, hat eben auch dazu geführt, dass zum Beispiel 2 Befehle entstanden sind. Die sind dadurch entstanden, dass ich einen Kunstvortrag gehalten habe in der Kaserne, um dem militärischen Personal so beizubringen oder es zu erläutern, mit welchen Verfahren der Objektkunst man innerhalb der Kaserne Veränderungen vornehmen kann. Uns wird genau in dem Befehl geregelt, welche Kleidung anzuziehen ist, wer den Beamer besorgt, von wann bis wann auf die Minute genau stattfindet, wer die Einführung gibt und so weiter. Und innerhalb dieses Befehls taucht dann plötzlich ein Kunstvortrag auf. Das ist sozusagen wie eine Karikatur des Selbstauftrags in der Kunst, wo es natürlich darum geht, dass der Künstler freiwillig seine Werke entwickelt, ist es sozusagen hier plötzlich ein Befehl. Das Grundprinzip der Ausstellung hier und auch für die Auswahl der Werke in der Ausstellung ist, wie verhält sich das Individuum eigentlich in einer existenziellen oder auch in einer schwierigen Situation? Das ist eigentlich das Grundprinzip, was bei allen Arbeiten auftaucht. Also sei es Arbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sei es Soldaten, die etwas tun, was sie sonst nicht tun, seien es Zirkusartisten, die eine sehr schwere körperliche Arbeit vollführen in einem Museumskontext, der auch wieder etwas ganz anderes ist als der Zirkus und die sozusagen auch ihrer Kostüme beraubt sind in dem Moment. Also es geht immer um die Frage, was ist die individuelle Varianz innerhalb eines rigiden, strengen Systems?